Hallo zusammen, ich bin jetzt weitergereist und habe meinen Berlin-Aufenthalt beendet. Bin jetzt in Wolfsburg. Berlin war super schön, aber auch super anstrengend. Also es gibt super geiles Essen da und ich habe super tolle Interviews gemacht. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt nach so einer Woche Berlin ganz schön erschöpft war von dem ganzen Verkehr. Vor allen Dingen mit dem Fahrrad in Berlin fahren ist nicht ganz einfach und es hat mich doch ganz schön frustriert. Und ja, mir auch ganz schön Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Jetzt bin ich in Wolfsburg, der Stadt des Autos, yay! Aber ich beschäftige mich hier nicht mit Autos, sondern ich habe heute Jan Bernbeck getroffen, der bei 42 Wolfsburg arbeitet. Das ist eine alternative Schule für Coding. Also es geht darum, Coden zu lernen in Projekten und die Krux an der ganzen Sache ist, die machen Lernen ohne Lehrer. Also die haben Lernbegleitung, aber im Prinzip gibt es relativ wenig, ja, Lehre im klassischen Sinne, sondern man lernt eigenverantwortlich. Also es geht ganz viel um Eigenverantwortung und um Freiheit aber auch dafür. Und die Idee ist, dass man verschiedene Levels durchgeht und am Ende einen Abschluss hat, der leider nicht in dieses normale Muster passt, so wie diese Schule einfach nicht in ein normales Muster passt von Bachelor, Master oder Ausbildung. Aber ich glaube, die Leute, die da studieren, bekommen einiges mit und das Gespräch war super spannend und ich freue mich, das bald mit euch zu teilen. Genau, morgen geht es bei mir wieder nach Hause, endlich mal ein bisschen ausruhen. Es war ein super Sommer, viele spannende Interviews. Es kommen auch noch einige spannende Interviews, aber die passieren dann erstmal bei mir in der Heimat, entweder remote, also übers Internet, oder es gibt ja auch noch ein paar interessante Leute in München, die ich besuchen möchte. Genau, daher vorerst mal so weit, so gut. Ciao!